Also, mein Name ist Fritz Fromm und habe 1954 im Frühjahr angefangen, bei der Firma Stoll den Mechanikerberuf zu erlernen. Nach der Lehre wurde ich in die Hauptmontage versetzt oder praktisch eingebaut. Und da war ich dann Anfang der 60er Jahre war ich dort. Zwischendurch war mal die Bundeswehr dabei. Ja, und 1971 habe ich dann die Hauptmontage übernommen. Praktisch wurde ich delegiert, um die Abteilung übernehmen. Und das ist so geblieben, bis ich 1995 die Firma Stoll, den sogenannten Vorruhestand, verlassen habe. Also, das kann man, man kann nur sagen, dass zu Beginn der Mitte der 60er Jahre dann die Entwicklung von den elektronisch gesteuerten Maschinen kam. Und das war dann eigentlich der große Schritt nach vorne. Die freie Nadelauswahl durch die elektronische Steuerung, das war ein Riesenerfolg. Und 1987 kam nochmal was Neues. Die zweite Generation von elektronisch gesteuerten wurde 87 bei der Internationalen Textilmaschinenmesse in Paris das erste Mal ausgestellt. Und davon lebt eigentlich die Firma heute noch, beziehungsweise es wurde natürlich immer weiterentwickelt noch, gell, aber die Grundkonzeption als solches ist nach wie vor noch die gleiche. Also die Mustermöglichkeit, das ist eigentlich, es wurde noch, sagen wir, in technischer Hinsicht, also mechanischer Hinsicht wurde eines, vor allem aber auch in elektrisch und elektronischer Hinsicht wurde vieles weiterentwickelt.